So, jetzt aber, oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das geht doch alles. Man muss nur wissen, wann man doch mal den taktischen Rückzug antreten sollte. War ja dann doch schon höchste Eisenbahn eigentlich. So. Haben wir die? Dann sollten die restlichen hier hinten kein Problem mehr sein, damit wir uns endlich in den Thronsaal vorarbeiten können. Ich frage mich echt, warum manche kein Schild mehr haben hier. Also eigentlich ist ja die Aufgabenteilung immer so, Nahkämpfer mit Schwert und Schild, Fernkämpfer mit Bogen und Schwert und Bogen, so rum. Aber hier sind doch ziemlich viele, die keinen Schild und keinen Bogen besitzen. Ist das hier sozusagen das Anfängergrab oder wie darf ich das jetzt verstehen? Ja, nehmen wir einfach mal so hin. Diese Feststellung lassen wir mal im Raum stehen und kümmern uns einfach um das, was da kommen mag. Das sind noch ein paar. Da sind noch einige Aufgaben, die auf uns warten hier hinten. Aber wir sind ja schon geübt mittlerweile. Es ist ja schon das fünfte Grab in der Dingens hier, in der Aufnahmesession. Eieiei, nichts anderes bisher gemacht, außer irgendwelche Gräber auszuheben und Gegner zu schnetzeln. Also kann sich niemand beschweren, dass es hier nicht genug Kampf gab jetzt in der Session. So. Gehen wir einfach mal hier drauf. Ich muss mich nur vorwärts bewegen während der Schläge, damit mich die blöden Armbrustschützen, die Bogenschützen nicht treffen können. Gut, das hat sich dann auch gerade irgendwie erledigt. Du darfst dich bewegen. Ach man, das klappt nicht so wie ich will. Fleisch, rein damit. Ich kann ja nicht nur Tränke in mich reinschütten. Ich muss ja aber mal mit Fleisch das Ganze hier wieder aufwiegen. Das kriegt er ja noch einen Wasserbauch. Und ich habe bald keine Tränke mehr vor allem dann. Eieiei, komm, jetzt ruckel dich mal nicht hier so durch. Geh mal halt wieder rein, wenn es da flüssiger läuft. Naja, wirklich flüssiger läuft es nicht. Aber zumindest kommen wir noch irgendwie durch das Ganze. So, jetzt aber mal den Rest hier noch. Du bist auch schon angeditscht. Wenn du den jetzt noch... Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, wenn du den noch hier vornehmen magst, dann schnappen wir uns jetzt erstmal die Bogenschützen. Oh, wie viele sind denn das hier noch? Nee, komm, leck mich doch. Ja, ich bewege mich schon zur Seite. Was soll ich denn noch machen? Ich hab's nicht einfach. Ich hab's echt nicht einfach mit den Spasten hier. Entschuldigung. Ich wollte nicht so viele Ausdrücke benutzen mehr. Aber es regt mich auf. Es regt mich auf! So viele verdammte, verschissene, verkackte Bogenschützen. Der hat schon einige Pfeile abgekriegt hier da eine, oder? Kann das sein? Aber ich will die nicht jedes Mal erst rauslocken müssen. Das nervt mich auch. Aber ich muss ja. Ich habe ja keine Chance, wenn ich hier einfach drin bin. Ich werde ja ständig unterbrochen durch diese verdammten Bogenschützen. Ich muss es ja wirklich auf die Taktik, durch die Taktik machen. Anders geht's ja einfach nicht. Ja, ist gut. Bleib doch bitte an dem dran und wechsel nicht mittendrin den Gegner. Das nervt. Ach, natürlich, genau reingelaufen. Daneben. So, ihr merkt schon, es gibt Sachen, über die kann ich mich nur aufregen. Und wenn ich sie dann zum 500. Mal erlebe, dann wird es einfach nicht besser. Da ist meine Geduld auch irgendwann einfach mal am Ende. So, komm, mach platt hier. Ich habe auch irgendwie... Ich muss zugeben, ich habe nicht mehr so viel Lust hier auf Angreber ausheben, weil es ja doch immer wieder dasselbe ist letztendlich. Und so spannend sind die Kämpfe gegen die Untoten jetzt auch nicht. Ach, naja. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein bisschen rumfressen. Huiuiuiuiui. Ein Wunder, dass uns das Fleisch noch nicht ausgegangen ist, aber ich habe es schon ganz schön dezimiert, den Bestand. Ich speichere mal. Nicht, dass wieder sowas passiert wie vorhin in dem anderen Grab,
Das brauche ich nicht nochmal. So. Oh, Bogenschützen von zwei Seiten. Ihr könnt's auch echt übertreiben, wisst ihr? Na, das ist ja klar, von fünf Seiten am besten noch. So, komm, jetzt erstmal du. Alter, hat er mich überhaupt erwischt? Also ich meine, hätte er mich denn wirklich überhaupt erwischt? Bleib doch bitte mal an den verdammten Bogenschützen dran, du nervst mich, Junge. Ach. Alter, es ist echt übertrieben hier. Es ist total übertrieben mit den Bogenschützen. Alter, es reicht mir. Raus aus dieser Scheißhöhle. Komm, lauf. Da kriegst du Zustände hier. Ach, das nervt mich. Es nervt mich ohne Ende. Ich muss was trinken. Ich muss was trinken. Meine Stimme ist total hinüber. Oh, mein Tee geht zur Neige. Verdammte Elle. Nochmal speichern. Ich muss jetzt jede Sekunde speichern, weil ich ja immer hier getötet werden könnte, weil ja da 30 Bogenschützen drin sind. Los, kommt ihr Hunde, ihr Feigen. Ihr seid ja echt feige Hunde. So. Ging. Nee, ich versuch's nochmal. Komm. Die stehen ja alle so schön beieinander. Vielleicht lassen sie sich dazu verleiten, alle in den Nahkampf überzugehen. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Und geh bitte von den Tontöpfen runter. Stolperfalle und so. Och, wieso muss denn da schon wieder einer seinen Bogen rausholen? Ist gut. Oh, die können es aber auch einfach nicht lassen. Die können es einfach nicht lassen. Die müssen dann immer von allen Seiten gleichzeitig angreifen. Oh, das war scheiße. Das war nicht gut, das war nicht gut. Lauf! Lauf doch, mein Gott, verdammt! Ach, ich habe keine Geduld mit dir, du bist nervig. Look, wunderbar. So, wo ist der Bogenschütze da eine? Hier ist er. Genau dich wollte ich haben. Du bist der nervigste Sack von allen. Okay, der zweitnervigste. Ich habe gerade noch jemanden gefunden, der nerviger ist. Und den werde ich mir auch gleich vornehmen, aber ich muss mich erstmal zu ihm hinarbeiten. Oh, der macht sich auch im Nahkampf nicht beliebter, sehe ich gerade, der Bogenschütze. Ach komm, jetzt mach doch mal hier. Dass die immer zustechen müssen, nervt mich auch. Dann kann ja nichts dagegen tun. Ich brauche ja ein Schild, um das abzuwehren. Und den habe ich nicht und damit kann ich es nicht abwehren. Und wenn ich es nicht abwehre, bin ich total regungslos dann, wenn ich getroffen werde. Das macht mich aggressiv. Du wirst nicht zustechen, du Arsch. Bitte lass dieses Grab endlich zu Ende gehen. So, wo ist der Bogenschütze? Hinter mir. Die Bogenschützen, es sind ja immer noch zwei. Ich kann ja nicht flüchten, weil diese Bogenschützen dann sofort wieder ihre scheiß Pfeile rausholen. So, einer noch. Du bist das letzte Arschgesicht mit dem Bogen. Wunderbar. Sind die erstmal weg. So, Balda, jetzt bist du dran. Ich klicke dich jetzt einfach hier freihändig tot. Ich lasse meine Maus durch die Gegend schwenken und klicke einfach nur noch auf der Maus rum. Oh Gott, das war so nervig jetzt, Leute. Das war so nervig. Haben wir es endlich. Ach, noch einen kleinen Schluck für zwischendurch. Ja. Und die Fleischwanze auch noch mitgetötet. Huiuiui, da wird schon mein Arm ganz taub, mein Mausarm, meine Maushand wird schon ganz taub vom vielen Runengeklicker hier. So, schnell den Runensockel bedient und dann so schnell wie möglich weg von hier. Dort kann man etwas hineinstecken. Ja, wissen wir. Passt. Wunderbar, wenigstens noch ein bisschen Stärke drauf gekriegt. Ich sammle noch den Shit hier ein am besten. Schätze sogar. Na, das möchte ja auch sein. Ich weiß noch, wie ich in der Vorkammer gesagt habe, das ist ja bestimmt ein Anfängergrab. Naja, nicht ganz. Es hat sich dann doch noch als wahnsinnig nervtötend herausgestellt. Und wer war dran schuld? Die Bogenschützen. Ich kann sie nicht leiden.
Aber das heißt, Leute, es ist nur noch ein Grab offen und dieses werden wir uns auch noch zu Gemüte führen in der Aufnahmesession. Das ist das Grab von Akasha, das wichtigste von allen. Nein, lass mich in Ruhe, ich will nichts von dir. Das wichtigste Grab von allen, denn dort können wir den Ring finden. Und der ist ja das eigentliche Hauptaugenmerk, oder das, der Gegenstand, auf dem das eigentliche Hauptaugenmerk hier liegt. Weil der uns in unserer Hauptquest weiterbringt. Das andere ist ja eigentlich alles bloß so Nebenquest-Geplänkel. Das interessiert ja eigentlich keinen Schwanz, was ich hier mache. Hä, wo kommt ihr denn her? Ihr gehört aber nicht hier irgendwie mit zur Mine, oder? Zur Hammerclan-Mine? Das fände ich jetzt irgendwie suboptimal, denn das will ich erst später regeln. Das ist heute garantiert nicht mehr dran. Das mache ich ein andermal. Naja, wir können sie mal mitnehmen. Weil sie gerade auf dem Weg liegen. Ich muss ja sowieso in die Richtung. Dann muss das halt jetzt mal mit sein. Oh, und es ruckelt sich einen ab. Schrecklichst. So, erstmal den Speer, der geht schneller. So, da können wir uns den Elite-Krieger jetzt in Ruhe vornehmen, so ganz alleine. So, komm schon. Komm schon. Geht doch. Und kaum ist der Kampf vorbei, jetzt aufzuruckeln. Natürlich. Wie sollte es anders sein? So, nichts verkommen lassen. Das nehmen wir natürlich alles gerne mit. Auch wenn nichts von Wert dabei ist. Die Masse macht's dann einfach. Wenn wir die ganzen Orkwaffen einsammeln und irgendwann mal 100 Orkwaffen verkaufen gehen, ja, dann haben wir doch schon ein bisschen was. Ich glaube, wir gehen einfach mal hier durch, oder? So rein auf Verdacht, um mal zu gucken, was hier ist. Eigentlich kann es ja nicht die Schmiede sein. Oh fuck, was ist denn das? Was zur Hölle ist denn das für ein Nest hier? Ach, will ich das jetzt, will ich mir das wirklich antun? Ich kämpfe doch sowieso schon wie ein Berserker hier die ganze Zeit. Hier, kommt mal teilweise mit zu mir. Kommt. Kommt! Lasst euch nicht so viel bitten. So, und jetzt bergauf kämpfen. Das macht sich viel schöner. Oder findest du doch auch, ne? Da geht es doch viel schneller mit uns hier. So, immer schön auf die Füße. Die schön die Füße zerfurchen. Ein bisschen Pediküre machen. Möchte noch jemand? Ja, natürlich. Das ist gut, dass sie alle auf den einen Wolf draufgehen. Finde ich sehr sympathisch. Die Orks wissen, wie man kämpft. Man stellt sich zu zehnt um einen Wolf herum und prügelt dann abwechselnd auf ihn ein. Okay, jetzt bin ich der Wolf. Ich sehe schon. Also teilweise dürft ihr kommen. Also ihr müsst nicht alle, aber ihr könnt schon zum Teil. Erstmal den mit der... Ja, erstmal den hier. Der muss weg. Der hat Schlagweite, der hat... Oh, der auch. Ich muss erstmal die mit den Äxten wegkriegen, die nerven wie Sau. Oh, jetzt muss ich bergab kämpfen, das ist nicht schön. Ja, nicht gut. So. Nein, nicht der, erstmal... Ach, was ist? Dann nehmen wir erstmal den anderen. So. Erstmal ein Stück essen. Und auf jeden Fall speichern. Das vergesse ich immer sehr gerne. Habe ich nicht gerade auf Speichern gedrückt jetzt? Denn, ja, es gibt nichts Nervtötenderes, als wenn man nach einem ellenlangen Kampf hier, wenn man so ein Lager ausräuchern will, auf einmal stirbt und dann nochmal alles von vorn machen darf. Ja, lass die Armbrust stecken, Arschkrampe. Es ist gut, dass die sich mit denen da beschäftigen. Das sind jetzt meine neuen Tanks. Wozu brauche ich eigentlich Ahnenkrieger-NPCs, wenn ich irgendwelche Säbelzahntiger in der Nähe habe? Sehr schön, sehr schön. Und zur Not flüchte ich dann einfach wieder. Genau. Ja, die Speer, das ist ja... Die sind ja mit 3-4 Schlägen sind ja erledigt. Das ist ja immer ganz vorzüglich zu spielen, so. So, komm schon. Auch der Elite-Krieger geht eigentlich... So, und während die noch... Ja, komm mal mit, ja. Während die noch beschäftigt sind, schaue ich mal, ob hier drin ein Schamane ist. Das wäre natürlich wahnsinnig uncool. Hier sind auf jeden Fall noch welche, sehe ich. Auch ein Anführer.
Mal gucken, ob mir gleich Feuer um die Ohren fliegt. Bislang noch nicht.